Haus am Dom, der Podcast. Gandhi, Kritiker und Überwinder unserer imperialen Lebensweise. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch über die bleibende Bedeutung von Mahatma Gandhi. Mein Name ist Thomas Wagner, ich bin Studienleiter in der Katholischen Akademie Ravanus Maurus hier in Frankfurt und engagiert in der katholischen Friedensbewegung Pax Christi. Gandhi gehört zu den Säulenheiligen pazifistischen Denkens und Handelns in den Kirchen und insbesondere in Pax Christi. Als im Herbst 2019 anlässlich des 150. Geburtstages von Mahatma Gandhi Ilya Trojanow die Autobiografie Gandhis neu herausgab und kommentierte, haben wir umgehend Kontakt zum Autor aufgenommen und ihn nach Frankfurt eingeladen. Unter Corona-Bedingungen ist aus dieser Veranstaltung nun diese Hörsendung geworden. Ich begrüße herzlich Ilya Trojanow hier im Haus am Dom. Schönen guten Abend. Zwei Sätze zu ihm, dem Autor, Verleger und Übersetzer, vielen bekannt durch seine Reisereportagen, sein Buch Weltensammler oder die Sachbücher Der überflüssige Mensch oder Nach der Flucht. Ein öffentlicher Intellektueller in globaler Gestalt. Mit 6 Jahren von Bulgarien geflohen, Italien, Jugoslawien, nach Deutschland, später in Nairobi, Kapstadt, Bombay, jetzt lebend in Wien. Herr Trojanow, was hat Sie bewegt, die Autobiografie von Gandhi von 1927 neu herauszugeben? Ich habe ungefähr 6 Jahre in Indien gelebt und in dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass Gandhi als Denker, als Vorbild oder als abschreckendes Beispiel völlig erstarrt war. Zwischen den zwei Extremen, Verteufelung oder Heiligsprechung. Er ist eine Ikone, als Bild hing er in Schulen, in Volkshochschulen, manchmal in öffentlichen Ämtern. Gleichzeitig war jene Bewegung, die inzwischen an der Macht ist in Indien, die sogenannte Hindutva-Bewegung, also eine Art hinduistischer Nationalismus, aus deren Reihen übrigens der Attentäter stammte, der Gandhi umgebracht hat. Aus dieser Sicht war Gandhi eine Katastrophe, eine Schwächung des starken hinduistischen Indiens und aus Sicht mancher linker Intellektueller nicht progressiv genug, nicht radikal genug im Kampf gegen uralteingesessene, soziale, verkrustete Strukturen, die Indien bis zum heutigen Tag prägen. Das heißt, obwohl er ein weltweit bekannter Name und auch, wie Sie selber gesagt haben, in einer Organisation wie Pax Christi eine wichtige Vordenkerfigur ist, war er in Indien selber eigentlich nicht mehr wirklich lebendig. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine Schande, weil gerade die Widersprüchlichkeit in diesen Menschen, die dazu führt, dass man ihn sowohl lieben als auch hassen kann, gerade die macht ihn ja interessant, weil er war keineswegs ein farbloser Held, der alle möglichen Ideale eingehalten hat und an dem man sich nicht reiben kann, sondern er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, der, und deswegen heißt er diese Autobiografie »Meine Experimente mit der Wahrheit«, ein Leben lang sich nicht mit dem begnügt hat, was er für wahr und richtig hielt, sondern ständig in immer wieder neuen Ansätzen, in immer wieder neuen Anfällen von Zweifeln, von tiefer Reflexion, von Kasteiung, von Auseinandersetzung mit seinen vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Frage gestellt hat, ob bestimmte Überzeugungen, bestimmte Haltungen, bestimmte Strategien dann auch des pazifistischen Kampfes die richtigen sind, ob man sie korrigieren muss oder gar, was er immer wieder gemacht hat, über Bord werfen muss. Das heißt, es war ein sehr dynamisches Leben. Das hat mich fasziniert, das war das Erste. Und das Zweite war, dass die Themen, die Gandhi eigentlich relevant machen,
die Themen unserer Gegenwart sind. Themen wie Gesundheit, Glaube, Gerechtigkeit und was sind die Formen des gerechtfertigten und gerechten politischen Kampfes, um eine bessere Welt zu schaffen. Gandhi hat ja seine Autobiografie sehr früh geschrieben. 1927 hat er sie veröffentlicht und Sie haben ja schon auf diesen doch etwas zunächst rätselhaften Untertitel hingewiesen. Meine Experimente mit der Wahrheit. Kann man mit der Wahrheit experimentieren? Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Das ist eine sehr interessante Frage, weil das Buch wurde ja auf Gujarati geschrieben. Das war die Muttersprache von Gandhi und dann übersetzt worden von seinem, ja, man kann sagen, Privatsekretär ins Englische und dann aus dem Englischen in alle Weltsprachen. In der Originalfassung, im Gujarati, heißt es, dass die Wahrheit mit ihm experimentiert. Also es ist umgekehrt. Und das ist natürlich sehr interessant, weil aus spiritueller oder theologischer Sicht könnte man sagen, dass die Wahrheit, die Gandhi natürlich immer als ein etwas Essentielles, alles Durchdringendes, Letztgültiges betrachtet hat. Er war der Ansicht, es gibt eine absolute Wahrheit, und zwar für alle Menschen. Dass die sozusagen einen suchenden Menschen wie Gandhi immer wieder durch den Fleischwolf, der einer Versuchsanordnung treibt, schau mal, wirst du einem bestimmten Anspruch gerecht, überprüf mal, kannst du so leben? Und das ist eigentlich zwischen diesen beiden Formulierungen, die Wahrheit experimentiert mit mir und ich experimentiere mit der Wahrheit, ist eigentlich die Spannung seines Lebens aufgefächert. Was er natürlich meint, ist Folgendes. Obwohl es eine absolute Wahrheit gibt, aus seiner Sicht, können wir Menschen sie nicht erreichen. Das ist eine uralte philosophische Einsicht eigentlich vieler spiritueller Menschen. Unsere kognitiven Möglichkeiten sind sehr limitiert. Das Göttliche ist unermesslich, unbegreiflich. Insofern können wir nur sozusagen einen kleinen Zipfel erahnen. Und das ist ganz genau die Grundhaltung von Gandhi, weswegen er ja ein Leben lang religiöse Bücher fast aller Traditionen studiert hat. Darüber werden wir mit Sicherheit später noch reden. Wenn dem aber so ist, dann kann man natürlich als Mensch niemals glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, weil die Wahrheit viel, viel größer ist als das, was ein Mensch umfassen kann, was ein Mensch überhaupt wahrnehmen, reflektieren kann. Und insofern muss man sich bei jedem Schritt im Leben fragen, habe ich das, diesen Zipfel Wahrheit, habe ich den wirklich gefasst? Oder habe ich vielleicht ins Leere gegriffen? Habe ich mich getäuscht? Wie ist das Verhältnis zwischen Selbsttäuschung, Bequemlichkeit? Ganz wichtiges Wort, Bequemlichkeit. Gandhi war jemand, der eine unglaubliche Härte gegenüber sich selbst hatte und das dann natürlich projiziert hat auf seine Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die oft daran gescheitert sind, weil er überhaupt nicht eine Kommode sich zurücklehnen in, ich glaube, das ist jetzt wahr, das ist mein Dogma, das sind jetzt so meine Überzeugungen, damit werde ich jetzt nett fahren, sondern es war auf Schritt und Tritt, ich würde sagen, eine doppelte Strategie. Einerseits überprüfe immer wieder an dir selbst, an deinem Körper, an deinem Handeln, an deinen Vorurteilen, ob das richtig ist. Und zweitens, passe dich sofort an, verändere dich, fordere Veränderungen von den anderen, wenn eine Einsicht vorherrscht, das war vielleicht falsch. Und das verlangt natürlich einem menschlichen Leben alles ab, weil es ein Leben auf Zehenspitzen ist, ein Leben intensivster Wachsamkeit. Und das ist ja der nächste Punkt, der bei Gandhi so interessant ist. Die intensive Auseinandersetzung mit Gandhi zeigt einem ganz eindeutig, dass Menschen, die bestimmte Charaktereigenschaften eines Heiligen haben, eigentlich fast unerträglich sind für ihre Mitmenschen. Das heißt, die sind eigentlich frühzeitig schon dazu da, dass man sie an die Wand hängt und dass man sagt, oh, ihr wart so wunderbar. Aber in ihrer Unerbittlichkeit, in ihrer Beharrlichkeit, in ihrer Intensität, in ihrer Radikalität
hat er, und das macht die Autobiografie so spannend zu lesen, ständig die Leute vom Kopf gestoßen. Und zwar alle, also Feinde, Freunde, Menschen, die mit ihm gelebt haben. Er hat ja immer wieder Kommunen gestaltet. Und in diesen Kommunen hat er Einsichten, die er quasi über Nacht gewonnen hat, sofort am nächsten Tag dialogisch den anderen serviert und gesagt, so, wie steht ihr dazu? Und das ist quasi eine, ich glaube nicht, dass der Begriff Experiment mit der Wahrheit perfekt ist, aber das ist sozusagen der Raum, den er damit bezeichnen möchte. Aber dieses, sag ich mal, praxeologische Verständnis von Wahrheit, sich immer wieder neu zu bewähren im täglichen Tun und im täglichen Widerstand oder in der täglichen Engagement, diese Art von Trial and Error, anders gesprochen, ist ja auch grundgelegt in bestimmten philosophischen, religiösen Ansichten. Also er als zunächst mal als Hindu hat ja bestimmte Quellen, um diese Art von Wahrheitsverständnis auch zu entfalten. Also die beiden Zentralbegriffe von ihm sind ja zunächst mal Satyagraha für diese Form von beharrlichem Festhalten an der Wahrheit im Sinne dieses praktischen Sinnes, wie Sie es eben entfaltet haben, und gegenüber auch in Auseinandersetzung mit der Gewalt als im ganz weiten Verständnis Ahimsa. Und können Sie das nochmal ein bisschen erläutern? Woher hat Gandhi dieses Wahrheitsverständnis mit den beiden Begriffen Satyagraha und Ahimsa entwickelt? Wir müssen als erstes ein Missverständnis aufklären, was immer wieder vorkommt, auch in seriösen Publikationen, dass Gandhi ein Hindu war. Gandhis Mutter war eine Pranami und Gandhis Vater war ein sehr emotional und geistig entfernter Patriarch der Familie, der wenig Einfluss hatte auf die Entwicklung Gandhis. Die Mutter war entscheidend. Pranami ist eine Sekte, würde man wahrscheinlich sagen, die der Überzeugung ist, dass jede religiöse Offenbarung einen Kern Wahrheit enthält, weswegen die Pranami dann in ihren Gottesdiensten aus verschiedenen heiligen Büchern lesen. Und sie haben eine Art Lehrer, Guru, Propheten, der aus dieser Gegend Indien stammt wie Gandhi. Und die Tatsache, dass seine Mutter immer wieder aus verschiedenen religiösen Quellen im Alltag auch sich bedient hat, hat ihn mit Sicherheit sehr beeinflusst und das war ein familiäres Motiv für seine ständige Suche. Das ist insofern wichtig, weil diese zwei Begriffe, die Sie genannt haben, Satyagraha und Ahimsa, beide nicht hinduistische Begriffe sind, sondern wirklich Begriffe der indischen Philosophie, die alle indischen Traditionen gemein haben, auch im Buddhismus, auch bei der Jain-Religion, die bei uns weniger bekannt ist, aber durchaus in Indien einen großen Einfluss hatte, auch bei kleineren Gruppierungen wie den Pranami. Satya bedeutet nichts anderes als Wahrheit, das hatten wir. Und wenn ein Hindu stirbt zum Beispiel, wird er durch die Straßen getragen auf einer Bahre und die Angehörigen singen Ram Nam Satyahe, Ram Nam Satyahe. Was bedeutet Gott? Dein Name ist Wahrheit. Und das ist auch wichtig zu wissen. Es geht sozusagen nicht um eine essentielle Reflexion über das, was Wahrheit sein könnte, sondern es ist im Verständnis von Gandhi und im Verständnis dieser indischen philosophischen Tradition tatsächlich so, dass das Göttliche die Wahrheit selbst ist. Also dass man auch die Wahrheit tatsächlich als etwas Göttliches begreifen muss. Also es ist nicht eine Frage quasi jetzt eines philosophischen Disputs oder so oder einer wissenschaftlichen Erklärung, sondern es ist wirklich das ultimative, auch ethische Ziel, ein Leben der Wahrheit zu widmen. Graha bedeutet so etwas wie der Weg. Das heißt, wie findet man diesen Weg der Wahrheit? Da muss man sofort auf das entscheidende Buch hinweisen, das Gandhi ein Leben lang studiert hat. Auch das eine alte indische Tradition. Man liest es nicht mal durch, sondern es ist wirklich ein sehr kurzes Buch. Die berühmte Bhagavad Gita. Gesang. Gita ist eigentlich Gesang. Der göttliche Gesang.
Und das ist vielleicht das größte philosophische Lehrgedicht, könnte man sagen, der Menschheit, in dem es um die ultimativen Fragen geht. Das Interessante nun, weil wir gleich zur Ahimsa kommen, nämlich Gewaltlosigkeit, ist, dass der narrative Rahmen ein unglaublich kriegerischer, ein unglaublich gewalttätiger ist. Ein Prinz, Arjuna und der Gott Krishna auf dem Streitwagen unmittelbar vor einer Schlacht, die blutig werden wird, die grausam werden wird. Und Krishna sagt zu Arjuna, so, du musst da jetzt rein. Und Arjuna sagt, das geht doch nicht, das ist doch ungerecht, das ist brutal, das ist falsch und so weiter. Und dann entsteht zwischen dem erleuchteten Menschen oder den um Erleuchtung suchenden Menschen und dem Gott oder dem Vertreter des Göttlichen ein unglaublich spannendes Gespräch. Und dieses Gespräch wird seit 2000 Jahren in Indien von unendlich vielen Menschen auswendig gelernt, interpretiert, diskutiert. Verschiedene Gruppen haben ihre eigenen Analysen. Und in diesem Lehrgedicht ist beides drin. Es ist quasi eine leninistische Philosophie, der Zweck heiligt alle Mittel, genauso wie eine radikal-pazifistische. Und das macht dieses Buch so unglaublich spannend. Es ist voller Widersprüchlichkeiten, die laut den besonders kundigen, sei es jetzt theologisch, philosophisch oder philologisch kundigen Fachleuten, gar nicht von einem selbst verstanden werden kann, sondern die Vorstellung in Indien ist, es gibt die berühmten Gurus, die wirklich nur eine Stanza, also ein Vierzeiler pro Unterricht durchgehen, weil es so dicht ist, weil es so eine so viele Schattierungen der Bedeutung und der Interpretation beinhaltet. Das hat er ein Leben lang studiert und daraus, glaube ich, das gewonnen, was man wiederum ein ganz großes Missverständnis als Gewaltlosigkeit übersetzt hat. Es ist aber nicht Gewaltlosigkeit in dem Sinne, dass man niemandem etwas aufzwingt. Es ist natürlich Gewaltlosigkeit im Sinne, dass man niemandem körperlich wehtut. Aber es ist zugleich auch ein Kampfmittel. Und das ist ganz wichtig zu begreifen. Vieles von dem, was er propagiert hat, was er dann auch im antiimperialen Kampf eingesetzt hat, würde bestimmten Paragraphen unseres Strafgesetzbuches widersprechen. Nötigung. Viel war Nötigung. Viel waren andere Formen von Zwang. Das heißt, diese Form der sublimierten Gewalt, die ist völlig gerechtfertigt in seiner Interpretation, weil es um die höhere Gewalt geht. So, wie kriegt man aber jetzt den ethischen Bogen zwischen der individuellen Rechtfertigung eines Zwangs oder einer Nötigung und der höheren Ebene der Gewalt, der höheren Ebene der Wahrheit, nur indem man alles, was man selber ist, einsetzt. Das heißt, die absolute Hingabe, die absolute Opferbereitschaft, ich bin bereit mit allem, was ich habe, selbst mit meinem Leben, mich dieser Wahrheit zu opfern, das macht sozusagen eine Flüchtigkeit oder eine Beliebigkeit dieses kämpferischen politischen Einsatzes zunichte, sondern das hat dann eine zwingende ethische Komponente, die man nicht negieren kann, und dadurch rechtfertigt er dann seine Aktion. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, das Streben nach Wahrheit beinhaltet, dass man eine Vielzahl von Widersprüchlichkeiten, von Paradoxien, von vermeintlichen, ich würde sagen, Unschärfen, Unklarheiten, dass man die alle denkt und bedenkt. Das heißt, es ist eindeutig ein antidogmatischer Ansatz. Also es gibt nicht sozusagen, wie heutzutage sehr beliebt, die 7 Thesen zur oder 14 Wege, wie sie ein guter Mensch werden oder 20 Ratschläge, wie sie Freunde machen. Also das war Gandhi zuwider, sondern es ist wirklich ein Aushalten von Ambivalenzen, ein Durchleuchten von Widersprüchlichkeiten, das ist das eine. Und das andere ist, natürlich dürfen wir einem anderen Menschen und übrigens in der indischen Tradition selbstverständlich auch anderen Tieren, vielleicht reden wir darüber auch, also ein radikaler vegetarischer Lebenswandel gehört, oder sogar Veganer, je nachdem, gehört dazu,
Natürlich darf man keine Gewalt im Sinne von körperlicher Gewalt antun, aber selbstverständlich ist das Ziel, nämlich die Befreiung der Menschen aus nicht verschuldeter Unmündigkeit, die Befreiung von Unterdrückung, von systematischer Gewalt, rechtfertigt selbstverständlich, dass man alle möglichen Formen des politischen Zwangs und der Nötigung einsetzt. Der junge Gandhi, der in Indien geboren ist, studiert in England, insbesondere Jura, und setzt sich mit dem englischen Recht auseinander. Der junge Gandhi lebt in Südafrika als Rechtsanwalt und erlebt da die Kolonialherrschaft in intensiver Weise und lernt also auch im südafrikanischen Kontinent zu leben, bevor er dann in Indien wirkt. Und diese Etappen prägen ihn natürlich auch. Also seine frühe Auseinandersetzung mit anderen, also nicht indischen Denkern und Philosophien, mit westlicher Philosophie, insbesondere jetzt Tolstoi oder Thoreau oder auch die Bibel, und sind für ihn das Neue Testament. Das Neue Testament sind von großer Bedeutung und von großer Wirksamkeit, und von daher, wie würden Sie ihn denn als konfessionell, sagen Sie, kann man ihn nicht einbinden? Er hat ein praktisches Glaubensverständnis. Was ist er für ein Religiöser? Naja, also zum einen muss man ja sagen, Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass er eine kosmopolitische Erziehung genossen hat, aus einem relativ konservativen Haushalt kommt in Gujarat, also es ist Nordwestindien, dann aber als erster übrigens in seiner gesamten Subkaste über den Ozean, riesige Konflikte damals, weil man gerät in Berührung dann mit quasi schmutzigen anderen Räumen, und wie wird man sich verhalten und wie wird man reinbleiben, ganz wichtig in der Kastenauffassung, der dann zu einem wirklichen Engländer wird. Also wenn man sich anguckt, wie er gekleidet war, und da hat er dann auch experimentiert mit anderen Formen von, sagen wir, Essen oder Trinken und so weiter. Also er hat durchaus versucht, so ein englischer Bourgeois mit juristischem Background zu werden, hat aber dann abgeworfen. Und natürlich die Prägung in Südafrika in einer doppelten Diaspora. Das heißt, nicht nur als Inder in Afrika, sondern zwischen den herrschenden Weißen und der riesigen Minderheit der Schwarzen. Also in einer ganz prekären, merkwürdigen Position des doppelten Außenseiters. Das heißt, er war jemand, der eigentlich imperial geprägt war für den antiimperialen Kampf. Das ist eine weitere spannende Widersprüchlichkeit bei ihm. Das Religiöse hat, wie Sie völlig zu Recht sagen, immer eine pragmatische Seite. Deswegen hat er ja, als er Tolstoi entdeckt hat, das war für ihn wirklich, was könnte man sagen, eine Offenbarung, sehr intensive Briefe, die er dann auch an Tolstoi schreibt, weil man das bei Tolstoi ja auch hat. Bei Tolstoi gibt es ja auch eine, würde ich sagen, fast naiv schwärmerische Rezeption der christlichen Nächstenliebe, die aber dann sofort pragmatisch angewandt wird zur Frage, wie können wir die Leibeigenen in Russland befreien, wie können man Strukturen schaffen, dass sie in eine neue Gemeinsamkeit der Würde leben können. Und das ist natürlich dann der Gedanke dieser Kommunen. Und insofern ist so etwas wie die Tolstoi-Farm, so benannte er die erste Kommune in Südafrika, tatsächlich Teil seiner religiösen Identität. Es wäre ganz falsch, das zu trennen, quasi nach einem etwas vulgären Prinzip, dass es irgend so eine Art protokommunistisches Wirken, und auf der anderen Seite haben wir ihn irgendwie als esoterischen, multireligiösen Philosophen, sondern das ist, glaube ich, ganz wichtig. Er fügt die Sachen immer zusammen. Es ist eine Einheit. Denken, handeln, glauben, beten ist eine Einheit. Und in dem Moment, in dem diese Einheit bedroht ist, sind alle Aspekte dieses Individuums oder der Gruppe
auch bedroht. Die intensive Auseinandersetzung mit vor allem der Botschaft Jesu. Er hat so warmherzig und begeistert von seinen Lektüren des Neuen Testaments geschrieben, dass ja der Papst Johannes Paul II. Ja gesagt hat, in einer sehr berühmten Aussage, wahrscheinlich auch mit einem gewissen Augenzwinkern, er war viel christlicher als die meisten Christen. Also das ist wichtig zu sagen, das war nicht einfach mal so eine Lektüre, so wie viele von uns auch mal irgendwie kurz gucken, was haben die Buddhisten so von sich gegeben, sondern das war wirklich eine ganz, ganz intensive Rezeption, die er verinnerlicht hat. Aber er hat das ja nicht nur mit dem Neuen Testament gemacht, er hat den Koran gelesen, er hat natürlich alle buddhistischen, hinduistischen und so weiter Texte studiert und immer wieder das Gespräch gesucht. Also in Südafrika war einer seiner engsten Freunde ein britischer Priester, der ihm zur Seite gestanden ist. Und da ging es eigentlich nicht darum, in irgendeiner Weise eine konfessionelle Position zu beziehen, sondern was er, das würden Sie wahrscheinlich wieder als pragmatisch bezeichnen, was er erwartet hat, zum Beispiel von diesem Mitstreiter, der auch Priester war, war, inwieweit kannst du aus deinem Verständnis, aus deiner Tradition etwas beitragen zu dem gemeinsamen Projekt? Das war damals ganz eindeutig Kommune mit eigener Versorgung. Das heißt, sollte wirklich autark sein mit eigenen Publikationen, die in die Gesellschaft ausstrahlen sollten. Das war das eine. Und das andere war Kampf gegen die Rassentrennung in Südafrika. Wobei er da, um das gleich vorab zu sagen, einen Entwicklungsbogen durchschritten hat. Zunächst war er wirklich nur um die Partikularinteressen der indischen Minderheit besorgt. Und allmählich hat er verstanden, auch das eine Einsicht, die wir heutzutage in Zeiten des Coronavirus benötigen. Wir können Lösungen nur finden, wenn sie universell sind. Das heißt, wir werden dieses Problem haben, solange nur ein einziger Mensch krank ist. Und genauso hat er allmählich sich durchgerungen zu einer Idee der universellen Gerechtigkeit und universellen Menschenrechte, die er dann ja, als er zurückkehrt nach Indien, radikal durchficht, wo er wirklich immer wieder dafür ist, dass es gar keinen Unterschied geben darf zwischen Hindus, Muslimen, anderen, sondern wenn es eine gerechte Gesellschaft gibt, dann nur, wenn sie für alle gerecht ist. Also Gandhi als frei religiöser Akteur in seiner Vita wachsend, als früher Kosmopolit und sicherlich auch als Produkt einer globalisierten Welt, als Vorläufer einer globalisierten Welt, zu interpretieren, der natürlich aus dem Blickwinkel des Westens, aus dem Blickwinkel des Christentums hier in Europa auch öfter mal in der letzten 20, 50, 60 Jahren auch instrumentalisiert worden ist, also wo er dann zum kleinen indischen Franziskus gemacht wurde, wie Sie das schön in Ihrem Nachwort schreiben, oder zum Christus Indiens erklärt wurde. Die Seite gibt es sicherlich, aber die hinter diesem Verständnis, was Sie eben mit dem Lieblingsmantra erzählt haben, dieses Gott, dein Name ist Wahrheit, verbirgt sich natürlich aus christlicher Warte herangefragt kein personales Gottesbild, sondern gerade in der Betonung auf dieses praxeologische Verständnis von Wahrheit eine andere, eine nicht theistische religiöse Grundorientierung, die er da in seinem Leben entfaltet hat. Was übrigens nur eine kleine Klammer, die dominante Tradition der indischen Philosophie und Religionsgeschichte ist, denn das Theistische ist in Indien überwiegend auf dem Niveau, sagen wir mal, des örtlichen Aberglaubens, also das, was viele Touristen sehen, also die vielen Götter und die vielen Skulpturen und die verzierten Tempel und so weiter, ist ja sozusagen die unterste Ebene. Ich meine, das ist jetzt nicht pejorativ, sondern die Zugangsebene zum Religiösen. Das, was sozusagen alle begreifen, was alle sehen, anfassen, schmecken können. Aber wenn man in die Bereiche dann des Reflektierens geht, wird es, die ganz dominante philosophische Richtung war ja Advaita, das sozusagen alles ist eins. Mhm. Und da gibt es überhaupt keinen Theismus, sondern im Gegenteil. Wir sind alle Teil eines Brahma, also einer Weltseele. Und deswegen sind wir sozusagen, gibt es diesen wunderbaren Satz, der zu meinen Lieblingssätzen gehört,
aus der Advaita-Philosophie, den anderen nur als anderen wahrzunehmen, ist der Beginn von Gewalt. Das heißt, weil wir Teil eines Ganzen sind, dürfen wir gar nicht uns anmaßen, uns wirklich nur als anderen zu definieren, sondern wir müssen immer auf der Grundlage des Gemeinsamen uns sehen und miteinander umgehen. Insofern ist das, da ist er schon durch und durch ein Kind einer ganz dominanten indischen Tradition. Das wollte ich nur noch kurz erklären. Und gleichzeitig, wenn er sich da seine Bricolage zusammenbaut, lebensbiografisch, von Tolstoi über die Bibel, ist nur auffallend, und das möchte ich nachfragen, dass er den Jesus, also das Neue Testament, entdeckt. Und das ist ja auch eine Abwertung des Ersten Testamentes, der Exodus-Geschichte, der Geschichte des Volkes Israel mit diesem Jahwe, dieser auch Gewaltgeschichte im Ersten Testament. Ist das erklärbar, warum er sozusagen sich mit dieser Seite des Christentums oder der christlichen Überlieferung weniger auseinandergesetzt hat? Also ich als jemand, der sich in dieser Hinsicht sehr in der Tradition Gandhis sieht, ich würde mich auch als religiösen Freigläubigen betrachten, kann das sehr gut nachvollziehen. Das Universelle ist für mich auch eher im Neuen Testament zu Hause. Also das, was man quasi überall als eine klare Botschaft, als eine Ethik, als eine leicht verständliche, auch in den narrativen Formen, in den Formen der Verzauberung und der Überzeugung. Ich glaube, dass es erheblich schwieriger ist, mit diesen doch ja historisierend epischen alttestamentarischen Geschichten so unmittelbar intensiv einen persönlichen Bezug zu schaffen, wenn man nicht aus dieser Tradition kommt. Sage ich jetzt im Sinne von all die, die in einer christlichen Ausbildung groß gewordenen, das haben wir sozusagen von klein auf ja auch mitbekommen, deswegen fällt uns das nicht so auf, aber ich weiß das zum Beispiel aus der afrikanischen Literatur, dass die Missionare, die nach Afrika kamen, das wird immer wieder thematisiert, eigentlich nur Erfolg hatten, wenn sie sozusagen diese ganz klare Geschichte von hier haben wir einen Menschen, der außergewöhnlich war und zudem noch Sohn Gottes, der diese Liebe hat, diese Botschaft, diese Ethik, dafür steht er, das ist klar vermittelbar. Also ob man jemanden, der noch nie was vom Christentum gehört hat, ob man wirklich die unglaublich komplizierten 77 Ahnengalerien von den verschiedenen Leuten, die von links kamen und von rechts kamen und von Kanaan und von sonst wo, wage ich zu bezweifeln. Also das ist quasi meiner Ansicht nach nicht die große Stärke, die große universelle Stärke des Christentums, die sich jemanden vermittelt, der von außen kommt, der als Außenseiter sagt, was habt ihr mir hier zu sagen, was ist euer Beitrag zum Weltethos, um mal Hans Küng zu zitieren. Okay, ja. Sicherlich war Gandhi kritisch zur westlichen Aufklärung. Er hat, wie Sie sagen, als junger Mensch die britische Kleidung angezogen und hat sie dann späterhin bewusst auch abgelegt und hat die traditionelle indische Kleidung wieder angenommen und sie auch sozusagen als Demonstration seines Weges genutzt, bis hin, dass dann Churchill ihn ja dann diffamiert hat als halbnackter Fakir. Aber er hat kritisch gegenüber der westlichen Aufklärung sein Denken ja entwickelt, was wir gerade vor dem Hintergrund seines religiösen etwas entfaltet haben. Und das heißt in erster Linie doch auch, die typischen Dualitäten, die wir hier im Westen uns angeeignet haben, privat und öffentlich, universell und konkret, Theorie und Praxis, Rationalität und Emotionalität, Körper und Geist, sich daraus auch oder dagegen gewehrt hat oder versucht hat, vor dem Hintergrund der für mich zumindest mal auch sehr stark indischen Philosophie hier andere Wege, Sie haben mit Advaita das ja schon angesprochen, auch philosophisch zu unterlaufen, also diese typischen Trennungen des westlichen Denkens. Ja, ein radikaler Holistiker, würde ich sagen, also das holistische Denken ist das ganzheitliche Denken,
Das heißt, selbstverständlich bedingt der Geist das körperliche Wohlbefinden und umgekehrt. Ein sehr gutes Beispiel ist, weil wir ja gerade bei Religion waren, obwohl er ein durch und durch religionsnaher Mensch war, der auch viel gebetet hat zum Beispiel, das haben wir noch nicht erwähnt, war er absolut gegen Religionsunterricht in den Schulen, als es dann das unabhängige Indien gab. Er war der Ansicht, da muss es eine ganz, ganz klare Trennung geben zwischen dem, was quasi staatlich allen Schülerinnen und Schülern oktroyiert wird oder was ihnen angeboten wird und sozusagen dem Individuellen und Gemeinschaftlichen des Glaubens und der Überzeugung. Insofern überrascht er einen ja auch immer wieder, weil er das stets ganzheitlich gedacht hat. Und da sind wir jetzt bei einem ganz entscheidenden Punkt in heutiger Zeit, die Art und Weise, wie er Gesundheit definiert hat, nämlich nicht als Abwesenheit von Krankheit, sondern als ein Prozess der Selbstverbesserung. Und er meint natürlich jetzt nicht diese vulgären Selbstoptimierer von heute, die irgendwie sich alle 4 Wochen die Blutwerte messen lassen, ob sie auch im Fitnessstudio jetzt genügend sich irgendwie ausgepowert haben und optimiert haben, sondern er meinte das wirklich in einer aufmerksamen Wahrnehmung aller körperlichen und geistigen Bedürfnisse. Das heißt, er war ein Mensch, muss man sich echt mal vorstellen, in diesen verschiedenen Kommunen, also auf Indisch Ashram genannt, der dann in der Früh wirklich gefragt hat, und wie war dein Stuhlgang heute? Und ach so, da musst du drauf achten. Und dann im nächsten Moment in der Lage war, eine politische Diskussion zu führen über jetzt bestimmte Strategien der subversiven Aktion und im übernächsten über gewisse Aspekte in der Philosophie aus der Bhagavad Gita. Das hat viele Leute befremdet, weil natürlich viele von uns denken, also man diskutiert das nicht über die Bhagavad Gita, nachdem man gerade über Scheiße geredet hat. Das sind so unsere typischen nicht. Also er hat immer wieder die Anwesenheit, die notwendige religiöse und philosophische Anwesenheit des Todes in unserem Leben angemahnt. Auch weil er natürlich, das wissen wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr früh das Instrument des Hungerstreiks entwickelt hat, das ja, ich habe ja vorhin gesagt, die ethische Legitimierung ist, dass man sich selber mit seinem ganzen Leben, und der Hungerstreik ist ja, wie er das sehr klar formuliert hat, das stärkste Instrument des Ohnmächtigen. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass in der Pfalz, in Landau, jetzt 4 Schülerinnen in Hungerstreik getreten sind, um auf das Schicksal der Flüchtlinge auf Lesbos hinzuweisen, das völlig inakzeptable und absolut unmenschliche Verhalten der Europäischen Union gegenüber diesen Flüchtlingen. Und siehe da, Gespräch mit diesen 18-jährigen Mädchen, die gerade Abitur gemacht haben, die sagen, wir beziehen uns auf Gandhi, und die dann Gandhi zitieren und sagen, das ist genau das, was es jetzt braucht. Das Leid anderer Menschen wahrzunehmen und, wenn schon die Gesellschaft nicht hört, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, moralisch, ethisch adäquat zu antworten, dann muss man die Gesellschaft provozieren, man muss sie quasi schockieren, indem man sagt, hier, ich begebe mich in einen Hungerstreik. Und der Hungerstreik ist natürlich auch ein ganzheitliches Instrument, weil der Hungerstreik ja immer ich habe als ganz junger Mensch einen Bericht eines bulgarischen Hungerstreikenden übersetzt ins Deutsche, der war, ich glaube, 150 Tage im Hungerstreik im kommunistischen Bulgarien, wurde natürlich dann zwangsernährt. Es gibt dann Momente ja einer unglaublichen geistigen Klarheit bei diesem Hungerstreik, also Momente, in denen man tatsächlich die üblichen Zuordnungen von Geist und Körper überwindet, wo man wirklich in schwer für uns nachvollziehbare andere Sphären des sich selbst fühlens, des sich selbst sehens und der eigenen Entwicklung oder Nichtentwicklung gerät. Und
dieses Ganzheitliche, deswegen erwähne ich das mit dem Hungerstreik, beinhaltet ja auch, dass man von nichts Halt macht. So wie vorhin bei dem Thematischen, also die gesamte Bandbreite, aber auch bei dem, was man denkt. Es gibt keine Denkverbote. Und auch wenn man sich in irgendetwas hineinbegibt, dann mit Haut und Haaren, also mit der Hingabe des Denkens, mit der Entflammung des Fühlens und natürlich mit seinem gesamten Körper. Also mein Leben als Selbstversuch in verschiedener Hinsicht der Seelenreinigung, den Körper auch einzusetzen und auch damit Widerstand zu leisten und damit auch die ethische Dimension auch nochmal deutsch zu beschreiben, zum Beispiel den Hungerstreik zu entdecken, wie den Streik überhaupt, aber besonders den Hungerstreik zu entdecken als Mittel für den politischen Kampf, für den politischen Widerstand und damit der gewaltfreien Aktion auch ein neues, eigenes Gesicht zu geben. Aber das ist ja auch ein Teil, ja, ein nicht westliches Denken, sondern das führt dazu, dass er da auch kreativ ist. Späterhin hat Martin Luther King das ja aufgegriffen und andere Protagonisten der gewaltfreien Aktion im 20. Jahrhundert im Westen, aber dass Gandhi damit eine neue Form auch des Politischen entfaltet hat, indem er seinen Körper auch damit in Szene, in den Kampf eingebracht hat. Also die Grundannahme von Gandhi ist, dass man Macht und Ungerechtigkeit bloßstellen kann. Und das ist ja genau der Punkt, wo dann wohlmeinende Kritiker einsetzen und sagen, ist das wirklich so oder ist das nur in manchen historischen Zusammenhängen, in manchen Phasen, zum Beispiel imperiale Herrschaft, und gibt es nicht andere Phasen, in denen die Macht jeglicher Beschämung entrückt ist und deswegen die Macht dann sagt, naja, wenn du Hungerstreik machen willst, dann hungere dich zu Tode, ist mir doch egal. Also eine ganz zugespitzte, eine genozidale Macht wird wahrscheinlich mit manchen Instrumenten und Waffen aus seinem gewaltfreien Widerstand nicht sehr in Bedrängnis zu bringen sein. Das ist die Kritik. Darauf würde Gandhi natürlich antworten, es ist eine Frage, wie viele Menschen bereit sind, diesen Widerstand zu machen, weil natürlich, wenn dann zig Millionen sich verweigern, kann auch eine totalitäre Macht irgendwann mal nichts mehr machen. Also man kann natürlich eine Vielzahl von Menschen umbringen, aber man kann das Funktionieren der Gesellschaft nicht gegen den Willen einer großen Zahl von Mitgliedern der Gesellschaft erzwingen. Und deswegen funktioniert vieles von Gandhi eigentlich nur als Massenbewegung. Das ist interessant. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass es ein individueller Akt ist, sein Leben, sein Streben. Aber wenn wir jetzt in den Bereich der ganz handfesten, konkreten politischen Arbeit gehen, was natürlich auch junge Aktivisten interessiert. Ich habe es gemerkt, ich habe im Sommer eine Akademie gehabt in Alpbach in Tirol, wo sehr viele junge Aktivisten waren, auch von Fridays for Future und Extinction Rebellion und so weiter. Die treiben auch solche Fragen um. Und da muss man sagen, dass die Massenbewegung entscheidend ist. Also der individuelle Akt, und das ist wieder ja etwas Holistisches, etwas Ganzheitliches, der individuelle Akt erblüht nur und bringt Folgen, führt zum Erfolg nur, wenn er sich vereint mit einer Vielzahl, mit einem millionenfachen individuellen Akten. Also dieses Aufgehen in eine große Gruppe, in eine große Gemeinschaft, Strebender, seine Aufrufe, gerade nachdem die Autobiografie erscheint und er dann täglich im politischen Kampf ist, die letzten 20 Jahre seines Lebens in Indien, immer wieder diese Aufrufe, wo er dann sagt, damals hat man ja täglich 20 Briefe geschrieben, kurze, längere, bringt die Leute auf die Straße, wir müssen möglichst viele, wir müssen die Straße
Bombay, was weiß ich, große Demonstrationen, dann wird mit Pferden reitet die britische Kavallerie hinein, es gibt Tote, er sagt, wir müssen, noch mehr Leute müssen dahin, also wie man auf Englisch sagt, strength lies in numbers, also die Vielzahl ist sozusagen der Beleg dessen, dass wir die Macht, selbst wenn sie zynisch ist, selbst wenn sie uns verachtet, dass wir die Macht doch zwingen können, uns entgegenzukommen, Kompromisse zu machen oder gar etwas einzusehen. Also das scheint mir ein ganz, ganz zentraler Moment zu sein heute, denn wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die viel atomisierter ist als damals. Also nicht nur jetzt, seit es Corona gibt, sondern schon davor waren wir so isoliert in Einzelpersonen, Singles oder Kleineinheiten wie wahrscheinlich nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und insofern für einen politischen Kampf und gerade gegen so etwas unglaublich Mächtiges wie Krieg und Gewalt ist eigentlich keine andere Lösung vorstellbar, auch im Sinne von Gandhi, Martin Luther King, Mandela und wie sie alle heißen, als die Organisation der Massen. Sein Salzmarsch von 1928 war ja eine geniale Idee, diese Form von Massenmobilisierung auch sinnfällig an dem Symbol des Salzes umzusetzen. Also ein wichtiges Symbol für die damalige indische Situation, wo er auch zu einem Massenwiderstand im Sinne eines politischen Widerstandes aufgerufen und auch diesen Streik auch oder diesen Marsch auch im Selbstversuch praktiziert hat. Also er setzt seinen Körper ein und geht vorne weg und ist sozusagen Vorbild im Lernen und verlangt auch da mitzugehen und bildet damit auch als Aktivist eine Autorität und zeigt seinen Zeitgenossen, seinen Freunden und Freundinnen den Weg, und wieder im Selbstversuch. Also nicht nur, er weist an und sitzt auf seinem Katheter und lässt andere. Nein, er ist immer mit dabei, er ist immer an vorderster Front. Das Interessante ist, Salz ist wirklich genial. Jede Familie braucht natürlich Salz und die Briten haben ein steuertechnisches Monopol auf Salz erhoben. Das war sofort jedem ersichtlich. Die Frage, die ich hatte, als ich mich jetzt wieder intensiv mit dem beschäftigt habe, ist, was wäre es denn heute? Und ich denke mir, es könnte so etwas sein wie zum Beispiel das genmodifizierte Saatgut. Die Tatsache, dass indische Bauern jedes Jahr Saatgut kaufen müssen, weil es nur für eine einmalige Aussaat geeignet ist. Die Tatsache, dass die Vielfalt an Reissorten, zum Beispiel, die es in Indien gab, inzwischen reduziert ist auf einige wenige, die zunehmend von Großkonzernen vertrieben, verkauft werden. Das heißt, es gibt auch heute, es gibt nicht mehr das britische Imperium, aber es gibt eine imperiale Lebensweise, die überwiegend vom globalen Norden vorgegeben wird und den globalen Süden völlig versklavt. Da gibt es, glaube ich, jede Menge Momente. Und das, was Gandhi, glaube ich, jetzt sagen würde, ist, als allererstes müssen wir den kommenden Impfstoff, der hoffentlich möglichst bald entwickelt wird, müssen wir zu einem Gemeingut der Menschheit machen. Also die Vorstellung, das hat er damals schon angedeutet, aber da wäre er heute ganz radikal, die Vorstellung, dass Aspekte einer Grundversorgung in den Händen profitorientierter multinationaler Konzerne ist anathema, also völlig undenkbar. So etwas wie ein Impfstoff gegen eine weltweite Pandemie kann nur in der Hand der Gesellschaft sein oder dann irgendwelche Institutionen, die sie vertreten, wie zum Beispiel die WHO, um möglichst billig jeden Menschen auf der Welt zugänglich gemacht zu werden. Das heißt, das, was wir früher erlebt haben, dass man sich Medizin gegen Ebola, noch früher gegen HIV, AIDS, massenhaft in Kontinenten wie Afrika nicht leisten konnte, das ist genau jene Form
der sozialen Ungerechtigkeit, des Egoismus, die, und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema von Anfang an, die nicht nur ethisch inakzeptabel ist, sondern die aus seiner Sicht das Göttliche verletzt hätte. Das heißt, da kommt wiederum das Religiöse hinein. Weil Gott Wahrheit ist, ist sozusagen diese Form der Negierung einer Grundwahrheit, nämlich jeder Mensch ist ein göttliches Geschöpf und jeder Mensch hat dieselben Rechte und jeder Mensch hat das Recht, halbwegs anständig durchs Leben zu kommen, das heißt natürlich auch gesund. Die Negierung dieser Grundannahme, dieser absolut selbstevidenten Wahrheit, wie er gesagt hätte, wie ich sagen würde, das ist eine Blasphemie. Man kann es nicht anders sagen. Das ist etwas Unerträgliches. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Er war zwar ruhig im Duktus, also wenn man auch historische Aufnahmen sieht, er hatte ein bisschen sowas, der Hollywood-Film hat das ja leider fast zur Karikatur zugespitzt, so was Onkelhaftes, ein bisschen so, also fast Niedliches. Sie haben ja vorhin gesagt, irgendwie so Sprüche wie der Franziskus Indiens und er war aber von einer furiosen Wut gegen solche Verletzungen einer göttlichen Gerechtigkeit, wie er sie gesehen hat auf Erden. Wir haben den Abend überschrieben unter diesem Titel Gandhi als Kritiker und Überwinder unserer imperialen Lebensweise. Und Sie haben das jetzt an einem Aspekt deutlich gemacht. Wo würden Sie noch weitere Aspekte sehen, wo eher unser heutiges Way of Life, unser Leben, ob jetzt innerhalb der Corona-Krise, aber auch darüber hinaus, innerhalb unseres westlichen Zusammenhangs, als Überwinder auch beschrieben werden kann? Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, er war ein früher ökologischer Denker. Sein Konzept der autarken Dorfgemeinschaft, was mit Sicherheit gewisse nostalgische, verklärende Momente beinhaltete, ist dafür zu Recht kritisiert worden, aber es hatte auch visionäre Elemente, nämlich tatsächlich, dass man Nahrungsmittel und andere Produkte so produzieren muss, dass sie die Ressourcen nicht auslaugen, dass sie nicht verschmutzen, dass sie nicht zerstören. Also sozusagen einen frühen Blick auf die notwendige Begrenzung der menschlichen Tätigkeit. Das hängt auch sehr damit zusammen, dass er sehr dafür war, dass wir gewisse Grundausstattungen selber produzieren. Man hat sich auch teilweise darüber lustig gemacht. Er hat ja dann gelernt, wie man Garn spinnt und diese Khadi heißt das, also einfach gewobener indischer Baumwollstoff. Die Idee ist aber durchaus faszinierend, weil natürlich das, was wir jetzt Fast Fashion nennen, alle 6 Wochen wieder ins Kaufhaus und die neuesten Sachen kaufen und zu Hause irgendwie gar nicht wissen, wo man das richtige Hemd findet, weil wir schon 100 haben. Das ist natürlich unmöglich, wenn man es selber macht. Und ich habe selber jetzt erlebt, wie viele andere Menschen in diesem Land haben wir irgendwie nicht sehr leicht Masken finden können. Also hat meine handwerklich sehr begabte Frau selber Masken gemacht. Nur für diese 9 oder 10 Masken hat sie den ganzen Tag gebraucht. Und ich habe mir gedacht, hier da, diese völlig gedankenlose, konsumfrenetische Übersättigung ist gar nicht möglich, wenn man selber Hand anlegt. Wenn man selber die Tomaten oder die Paprika auf dem Balkon züchtet. Seit Corona machen wir jetzt unsere eigenen Gewürze in so kleinen Töpfen auf dem Balkon. Da merkt man sozusagen die Hingabe an einer und ich meine das jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt beginnen, alles selber zu machen, das ist absurd in der heutigen Welt, aber als Symbol, dass man dieses oder jenes mal selber macht, man sieht, wie viel Arbeit das ist, wie viel Mühsal das ist, und dieses so, ich nehme es und ich schmeiße es weg, das ist natürlich in so einer Haltung zu den Dingen und zu den Produktionsprozessen nicht möglich. Das heißt, ganz eindeutig eine ökologische Komponente. Zweitens, er war sehr für Selbstorganisation.
Und zwar vom, auch das wieder hochmodern, vom Lokalen zum Globalen. Das Globale sind die universellen Werte, über die wir jetzt schon mehrfach geredet haben. Im Lokalen aber sind die Strukturen möglich, deswegen seine Verherrlichung des indischen Dorfes. Und das kann man natürlich jetzt paraphrasieren, kann man adaptieren in heutige Zeiten. In den kleinen Gemeinschaften ist dieses Basisdemokratische möglich, die Verständigung, die Gleichheit aller, das Mitspracherecht aller. Natürlich auch da eine Schwäche von ihm war er, was Frauenemanzipation angeht, nur nicht auf dem heutigen Stand. Die Übersetzerin Susanne Urban, die ja wirklich großartig Gandhi in ein ganz frisches, aufregendes Deutsch gebracht hat, die hat sich natürlich immer wieder geärgert darüber, dass er ein Kind seiner Zeit da leider nicht visionär war, was die Rechte und die Gleichheit der Frauen betrifft. Das ist sozusagen eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass er natürlich das Imperiale nicht nur verordnet hat in der Herrschaft der Briten, sondern auch in allen möglichen anderen Herrschaftsformen, die wir dann später in der Soziologie als die strukturelle Gewalt bezeichnet haben. Das hat er nicht mit diesen Worten, aber als Prinzip sehr früh erkannt. Zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, er hatte gewisse Zweifel an das Konzept der Aufklärung. Was er immer wieder gesagt hat, ist, die Widersprüchlichkeiten des imperialen Projekts, nämlich, dass man einerseits gewisse Sachen postuliert, wie allgemeine Menschenrechte, andererseits aber diese mit Füßen tritt. Einerseits hat man Shakespeare, andererseits hat man irgendwie Leute, die gehängt werden oder verhungern und so weiter und so fort. Die unglaubliche Hungersnot in Bengalen, die Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, die wirklich von den Briten absichtlich herbeigeführt wurde, weil sie die Ernte konfisziert haben. Das heißt, es gab viele, viele Ansätze bei ihm, aber um die alle zu sehen, muss man fürchte ich das Buch lesen. Das kann man natürlich schlecht in ein paar Sätzen zusammenfassen. Viele Ansätze eines utopischen Denkens, um die vielen, vielen Widersprüchlichkeiten und Ungerechtigkeiten des heutigen Systems nicht nur in Frage zu stellen, sondern auch zu überwinden. Aber er war ein Kritiker des Parlamentarismus. Er war ein Kritiker einer Demokratie, die sich verstand im britischen Sinne des Parlamentarischen, was ja auch in seiner Kongresspartei, zu heftigen Konflikten geführt hat in den 30er, 40er Jahren, wo er mit seiner basisdemokratischen Grundhaltung sich auch nicht durchsetzen konnte letztlich. Nein, er hat, das muss man auch wissen, er hat das heutige Indien in seinen Institutionen und auch verfassungsrechtlichen Strukturen nicht wesentlich geformt. Da ist jemand wie Ambedkar, der Vater der indischen Verfassung, der ironischerweise ein sogenannter Unberührbarer war, ein Dalit, viel, viel bedeutender. Also insofern hat sich da tatsächlich nicht durchgesetzt. Er hat sich nicht durchgesetzt, weil viele, auch Nero und viele andere Mitstreiter, ihn dafür rückwärtsgewandt, um nicht zu sagen reaktionär, hielten in dieser Verherrlichung des alten indischen Dorfes. Aber jetzt, glaube ich, schaut die Sache ein bisschen anders aus, weil jetzt fragen wir uns, ist wirklich die parlamentarische Demokratie in nationalstaatlicher Form, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Und müssen wir nicht in irgendeiner Weise Politikmüdigkeit bekämpfen, indem Menschen wieder mehr Teilhabe haben an den politischen Prozessen, indem wir Sachen runterbrechen und sagen, wie können wir zu einer Redemokratisierung unserer Entscheidungsprozesse kommen, wie können wir die Wirtschaft, die ja im Moment völlig undemokratisch ist, wie können wir diese wieder in demokratische Einflussnahmen einbeziehen. Und da erscheint jetzt wiederum manches von Gandhi, was basisdemokratisch angedacht ist, nicht mehr so ganz lächerlich absurd, sondern wieder, glaube ich, im 21. Jahrhundert als interessanter Denkansatz oder als interessante Provokation. Herr Trojanow, Sie haben sich intensiv mit Gandhi beschäftigt und mit seiner Autobiografie. Was verschweigt er uns in diesem Buch?
Naja, also es ist natürlich extrem ironisch, dass ein Buch, was den Untertitel hat, Experimente mit der Weisheit, wirkliche Lücken und Leerstellen hat. Wir haben ja vorhin, ich habe es kurz erwähnt, seine patriarchalische Grundhaltung. Er hatte immer wieder platonische Entzückungen, Entflammungen gegenüber bestimmten Frauen, die dann sehr eng, also teilweise wirklich auf Schritt und Tritt in seinen inneren Kreis aufgenommen wurden. Es gibt keinerlei Belege, dass er das Zölibat, was er ja sehr, sehr früh sich selbst auferlegt hat und dann einfach seiner Frau mitgeteilt hat. Eine Tatsache, die die Übersetzerin sehr, sehr erbost hat. Es gibt keinerlei Beweise, dass er dieses Zölibat gebrochen hat. Aber interessanterweise schreibt er nicht über diese sehr engen, wahrscheinlich platonischen Beziehungen, die aber, wenn man die Briefe liest, leidenschaftlich waren. Also es sind wirklich Briefe von großer Leidenschaft. Das verschweigt er. Was er auch verschweigt, was ihn ja ganz, ganz schlechten dann Nachruf beschert hat, ist ja die Tatsache, dass um zu zeigen, wie sehr er seinen Körper inzwischen kontrolliert, hat er zwei sehr junge Frauen, ich glaube 16 und 17 waren sie damals, die eine davon Cousine, also Verwandte von ihm, hat er gebeten, mit ihm in einem großen Bett zu schlafen. Es ist zwar zu keinen Übergrifflichkeiten gekommen, aber mit der heutigen Sensibilität gegenüber Pädophilie oder auch nur dem Verdacht einer solchen, sehen wir so Sachen natürlich mit einem gewissen Argwohn und fühlen uns dann nicht wohl dabei. Er war sicherlich schlecht beraten, solche Sachen, solche Aktionen, solche symbolpolitischen Inszenierungen zu unternehmen. Das Problem ist natürlich, ich habe das ja schon angedeutet, er war sehr, sehr dickköpfig, mit dem Kopf durch die Wand, deswegen hat er ja Großes erreicht. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn man 60, 70 wird, nimmt ja die Dickköpfigkeit eher zu. Und er war mit Sicherheit in dieser Phase völlig beratungsresistent. Also ich glaube, es haben auch viele Leute wirklich ihn schwer kritisiert, auch Leute aus seinem nächsten Umfeld, aber er hat einfach nicht auf die gehört. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, die Beschäftigung mit Gandhi zeigt uns einen zutiefst widersprüchlichen Menschen, bei dem man vieles ablehnen kann, manches auch ablehnen muss. Aber genau das macht ihn doch spannend. Ich will auch nicht so ein Abziehbild wie bei diesen Hollywood-Superheroes haben, wo alles irgendwie so an der glatten Oberfläche der sowohl Handlungsperfektion als auch der ethischen Vollkommenheit sich erschöpft, sondern ich will doch gerade, weil ich selber so voller Mängel und Schwächen bin, will ich mich an so einem Menschen abreiben, um zu sehen, wie kann man vielleicht manchmal im Leben eine innere Schwäche, eine Verlorenheit, eine Verzweiflung, eine Gebrochenheit, eine Widersprüchlichkeit, eine Heuchelei, wie kann man das bekämpfen? Wie kann man das überwinden? Wir alle, und ich leide täglich darunter, erfüllen nicht das Potenzial unserer Überzeugungen und unserer Sehnsüchte, sondern bleiben dahinter stecken. Und das ist ein lebenslanger Kampf, glaube ich, ein bisschen mehr das, woran man wirklich zutiefst glaubt, ein bisschen mehr zu erfüllen, im Alltag zu erfüllen. Und da ist er einfach jemand, von dem man lernen kann, an dem man sich, wie gesagt, abreiben kann und der in seinen vielen Kämpfen immer wieder einen auch tröstet. Also sozusagen die Misserfolge, die er erlitten hat, sind Teil einer tröstlichen Beschäftigung mit so einem faszinierenden Menschen. Er hat ja in seinem Ashram immer wieder ein Lied gesungen, was auf deutscher Übersetzung wohl heißt: Ein guter Mensch ist derjenige, der das Leid des Fremden kennt, der das Leid des anderen kennt. Dieses Lied, was er quasi täglich auch mitgebetet hat oder gesungen hat, ist ja Ausdruck seiner fundamentalen Sorge für den Mitmenschen, seiner Care Revolution, die er praktisch
in seinen Ashrams auch versucht hat zu leben und die sozusagen auch den Kern seiner Orientierung ausmacht. Im Christlichen ist es die Samaritergeschichte, die uns da überliefert ist, die aber auch genau diese Hinwendung zum Nächsten als also im Mitgefühl, in der Kompassion zum Ausdruck bringt, die sozusagen auch jenseits der Nabelschau und des Selbstversuchs steht und seine Öffnung hin auf andere, auf den Fremden hin deutlich macht. Und das, denke ich, ist auch eine wichtige durchtragende spirituelle und religiöse Seite an seinem Leben. Absolut. Und noch ein Detail. Dieses Lied sagt ja auch etwas über den Beginn von Empathie aus, nämlich eine Voraussetzung für Empathie ist Aufmerksamkeit. Das heißt, wir müssen den anderen erstmal sehen, erkennen, etwas über sein oder ihr Leben begreifen. Erst dann können wir natürlich in einem empathischen Verhältnis zu den Mitmenschen treten. Das heißt, die Augen aufmachen, bewusst hineindringen in das alltägliche Schicksal unserer Mitmenschen ist auch eine Pflicht der Menschenliebe. Also sozusagen nicht nur warten, dass einem irgendwie jemand an die Tür klopft und nackt ist und sagt, ich friere und dann sagt man, hier habe ich einen alten Mantel, sondern tatsächlich in die Welt hinausgehen und sich informieren und die Zusammenhänge begreifen und auch begreifen, wie wir Profiteure der imperialen Lebensweise sind, auf Kosten all dieser Menschen, sei es im Kongo, sei es in Pakistan oder sonst wo. Diese Zusammenhänge ergeben sich, glaube ich, aus diesem Lied. Wir müssen das Leid der anderen immer sehen und dazu bedarf es offener Augen, offener Ohren, offener Herzen. Ja, vielen Dank, Herr Trojanow. Vielen Dank für das Gespräch. Das war, denke ich, jetzt ein guter Schluss. Ich weise noch darauf hin, dass die Autobiografie jetzt auch im Beck Verlag als Taschenbuch erschienen ist. Preiswerter wie das gebundene Werk vor einem Jahr. Aber mit demselben Inhalt. Dankeschön. Gern geschehen.